Oder Steve Big Man Clayton. Mit 10 Jahren begann er sich für Musik zu interessieren. Das veranlasste dann seinen Vater, ihm ein Klavier zu kaufen und ihm zum Klavierunterricht zu schicken. Mittlerweile ist, also seitdem ist er auch musikalisch unterwegs. Er wurde 1995, 97 und 98 von der British Blues Connection als bester Pianist Englands ausgezeichnet. Jetzt ist er hier bei uns auf der Bühne, hat übrigens seinen Wohnsitz jetzt nach Deutschland verlegt, lebt in Deutschland seit 1998 und jetzt ist er hier bei uns auf der Bühne zum internationalen Dixieland Festival. Hier ist er, Steve Big Man Clayton! Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Ja, mein Name ist Steve Clayton. Ich spiele ein bisschen Blues, Boogie Woogie, ein bisschen Rock'n'Roll und ganz viel Kuddelmuddel. Ist das okay? Ja. Yes. Dann fange ich mit dem Kuddelmuddel an. Ne? Play too fast. The good things in life, and you gotta make them last. Well, I like it like that. I like it like that. I wanna keep it in the groove. You know that I like it like that. I'll swing it to the left, swing it to the right. You gotta keep swinging, baby. Price to pay.
lot around you. I could see it in your eyes. I could smell it in your perfume. I could hear it in your lies. Time to be moving. I gotta make my getaway. For the killing of a man, Lord, you always have a price to pay. Ich bin der Song, die jetzt Tee trinken, ne? Aber die haben nur Schnaps. Ja. Und jetzt spiele ich ein Stück instrumental. Boogie Woogie heißt Tea Time. Thank you.
time. So, that's his blues time. You like the blues? Yes. Two people like the blues. You like the blues? Yes. Jetzt spiele ich ein uraltes Blues von Leroy Carr, heißt der How Long Blues. Jetzt ist Zeit für ein bisschen Fats Domino, meine Damen und Herren. Ich liebe Fats Domino. Weil er hat auch so einen Bauch gehabt wie ich. Und jetzt spiele ich ein Stück von Fats Domino, heißt Walking to New Orleans. But first, let's have a drink. Cherry on the Sophie. Because it's the same procedure as every year.
Das ist ein Kazoo. So, Zeit für ein bisschen Rock'n'Roll, meine Damen und Herren. Das ist richtige Tanzmusik jetzt, okay? Shake, ride, and roll.
Bevor ich vergesse, ich habe ein paar CDs dabei, ja? Die sind an dieser Souvenirstand, ja? Und weil das mein Lieblingsstadt Deutschland ist, kostet mir nur 10 Euro. Ja, das ist ein Geschenk, oder? Also, CDs, ich habe ungefähr 20 Stück da hinten am Souvenirstand, 10 Euro. Es wird bald Weihnachten, ne? Ja. So, zurück nach Boogie Woogie, meine Damen und Herren. Ja. Und jetzt bin ich ein Boogie Woogie, heißt der Big Man Boogie. Und tanze nicht vergessen, ja? Ist gesund, habe ich gehört. Boogie. Und keiner hat getanzt, war ein bisschen so langsam, oder?
Just a good for nothing, always making the wrong decision. But please don't tell nobody that I ever put you down. I never said that I would be your Mr. Perfect and shake every time you call my name. I never said I work my finger to the bone just to keep you dressed up in your fine and fancy clothes. Call me a loser, a two-time user, a bad mother for you, and I got no future. But please don't tell nobody that I ever put you down. Dressed up in your fine and fancy clothes, call me obnoxious, a liar and a cheat, never learn to stand upon his own two feet. But please don't tell nobody that I ever put you down. No, no, please don't tell nobody that I ever put you down. No, 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 oh, no, baby. Thank you, sir. Please don't tell nobody. Thank you for the music. So, the ball. Skål. Meine Frau sagt zu mir immer, dass ich ein fauler Mann bin. Das ist richtig. Das stimmt aber gar nicht. Bin ich ein fauler Mann? Sieht das so aus, ne? Mal gemacht, bitte. Mal gemacht. Bitte, thank you, man. Also, ich habe trotzdem denn von meiner Frau ein Lied geschrieben, heißt I'm a lazy man. Ich bin ein fauler Mann. I'm just a lazy man. Well, I sleep all day, I sleep all night. I get up in the evening just to ease my appetite. I'm a lazy man. I'm a lazy man. Ain't no need to understand. I'm just a lazy man. Well, my wife wants the children. I gave a fall. They all look a lot like my neighbor next door. Cause I'm a lazy man. I'm a lazy man. They don't need to understand. I'm just a lazy man. I'm a lazy man. Thank you.
eyes. He was snoring his brains out when he looked into my eyes. I'm a lazy man. I'm a lazy man. Ain't no need to understand. I'm just a lazy man. Yeah, they sent for the padre because they thought I was dead. They should have heard them scream when I raised up my head. I'm a lazy man. I'm a lazy man. Ain't no need to understand. I'm just a lazy man. Well, I'm a lazy man. I'm a lazy man. I'm a lazy man. No need to understand. I'm just a lazy man. Lazy man. So, blues time. Blues time. Blues time. Das ist besser als die Zähne. Das ist nicht, ich bin der absolute Blues. Aber reden wir dann mal ein bisschen, weil ich jetzt die Frage, wie ich hier dazu gekommen bin. Genau. Das ist eigentlich der Blues, was ich gesehen habe, heißt Cat out of the Bag Blues oder Katze aus dem Sack Blues. Wie heißt der? Big Man ist der Spitzname, das ist der Name, also Big Man. Okay. Stief heißt der Mikrofon. Baby, man, she looks so sad and she looks so blue. Here come my baby, man, she looks so sad and she looks so blue. And I know she's gonna be hurt. What else could a poor man do? She called her sister, said you were gonna stay for a while. Called her sister. Said you were gonna stay for a while. But when I post I came from New Orleans, I know she told me a lie. They told me all about your love, man. I said, they was kind of talking. They told me all about your love, man. But by the time I was through with fighting, he gonna left this lonesome town.
Haus. Dann müssten Sie ja kennen, Bianca Hausmann oder wie heißt die, die immer auf der Braunen Straße. Ganz toll. Ich kenne sie, Herr Ulrike. Ja, Ulrike Hausmann. Ja. Aber ich habe nicht mehr so sehr Kontakt mit ihr. Ich habe ja eigentlich jahrelang da kennengelernt. Auf der Braunen Straße ist sie damals. Ganz toll. Habe ich aber auch noch Videos von ihr als Wirtschaft gemacht. Thank you.
Dankeschön, ein bisschen Boogie Boogie. So, ich glaube, ich habe Zeit für ein Lied noch. Den mache ich, persönlich eine große Pause. Vergesst meine CDs nicht, meine Damen und Herren. Als Souvenirs dann nur 10 Euro, okay? Hast du schon geholt? Wunderbar. Wie viel? 2, 3, 5? Nur eine. Mensch. Ja, eine ist gut. Und jetzt bin ich ein Stück heißt You Know What I Mean. Thank you.